Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die wohl ja beste Erneuerung bei Windows 11 ist jetzt auch die Möglichkeit, dass man Android-Apps verwenden kann. Allerdings muss man jetzt sagen, wird es so kommen, dass die Funktion erst ab 2022 richtig zur Verfügung steht. Ich will euch trotzdem gleich mal zeigen, wie man einige Apps schon installieren kann. Wie funktioniert das Ganze dann auch? Neben den klassischen Apps von Windows, den normalen Programmen, kann man dann auch die Android-Apps benutzen. Und damit man Zugriff auf die Androids oder Android-Apps bekommt, hat Microsoft eine bestehende Partnerschaft mit Amazon genutzt und hat jetzt den Amazon App Store in den Microsoft Store mit rein integriert. Und dort wird es dann eine Rubrik geben, eine Android-Rubrik, wo ihr dann die Apps von Android im Store herunterladen könnt und dann auch ganz gewöhnlich wie die Apps auf dem Handy verwenden könnt. Wie funktioniert das Ganze denn? Ihr könnt es hier unten übrigens sehen. Ich habe mir Instagram schon einmal installiert. Hier habe ich mich in meinem Instagram-Account auch eingewählt als ganz normale App. Hier könnt ihr das schon sehen. Wer mag, kann mir übrigens gern auch hier auf Instagram mal folgen. Das ist mein Username und ich würde mich Username und ich würde mich über jeden freuen, der mir hier auch auf Instagram folgt. So, ich zeige euch aber jetzt erstmal, wie es funktioniert. Dazu öffnen wir einfach mal mit der Windows Start-Taste unser Menü. Wir gehen dann hier in den Microsoft Store und dann wird es so sein, dass hier in Zukunft die weitere Rubrik ist. Aktuell, wie gesagt, noch nicht da. Sie soll erst 2022 kommen. Aber wir haben trotzdem schon die Möglichkeit, einige Apps zu installieren. Ich habe es euch ja gezeigt, ich habe Instagram schon aufgemacht. Machen wir mal die zweite Möglichkeit. Das wäre zum Beispiel auch eine Social Media App. Nehmen wir hier einfach mal TikTok. Ich gebe das hier oben in die Suche ein und klicke dann einfach hier drauf. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, TikTok herunterzuladen. Das Ganze mache ich jetzt einmal, drücke ich hier drauf. Und dann dauert es einen Augenblick. Ihr könnt sehen, ausstehend wird heruntergeladen. Je nach Internetverbindung kann das unterschiedlich lange dauern. Wie ihr gesehen habt, ging es jetzt relativ schnell. Hier nochmal der Hinweis, aktuelle Version von Microsoft Edge ist erforderlich. Habe ich, also öffnen wir das Ganze. Und jetzt könnte ich mich hier bei TikTok einmal anmelden. Ja, so kann man Apps installieren über Windows 11. Wie gesagt, die eigentliche richtige Funktion mit den Android-Apps ist auf 2022 verschoben worden. Für einige Nutzer wird das etwas eher ausgerollt werden, für die sogenannten im Windows Insider-Programm. Da kann man es vorab schon mal testen. Ich habe dieses Windows Insider-Programm. Wenn ihr nachher genau sehen wollt, wie es funktioniert, abonniert am besten jetzt meinen YouTube-Kanal. Ich werde euch informieren, sobald es möglich ist. Ich hoffe dann, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.